Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Ilknur, ich bin Make-up-Artist und teile hier meine Make-up-Tipps für euch, falls ihr neu dazugekommen seid. Und ich muss sagen, ich habe heute wirklich ein Problem gehabt mit dem Titel von diesem Video. Jugendlich und schön oder schön und jugendlich ist immer so... Ich sehe das so ein bisschen problematisch. Ich möchte irgendwie nicht so zu dieser Oberflächlichkeit beitragen, dass man immer jugendlich und schön aussehen sollte. Es soll sich bitte jetzt auch durch meine Aussage keiner angegriffen fühlen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ich feiere jede einzelne Falte. Natürlich stören mich einige, zum Beispiel, nee, auf der Seite, diese hier unter dem Auge. Aber was soll's. Es ist so ein Segen, älter werden zu dürfen. Ja, älter werden ist nicht jedem gegönnt. Deswegen lasst uns das einfach so mal ein bisschen feiern und entschuldigt einfach diesen Titel. Das ist einfach Clickbait. Ich hoffe einfach, dass er dann häufiger angeklickt wird. Deswegen dieser Titel. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und jetzt starten wir mit dem Video. Da ich meinen Corrector aus der Drogerie nicht gefunden habe, habe ich jetzt hier mit dem Huda 4 Filter schon mal unter den Augen so ein kleines bisschen auch auf den Lidern korrigiert. Und Gesichtspflege hatte ich schon drauf, das heißt, ich habe mein Serum und meine Tagespflege mit Sonnenschutz schon aufgetragen. Und jetzt werde ich mir von BH Cosmetics hier noch diese schöne Lippenpflege auftragen, damit die Lippen auch vorbereitet sind. Das ist wirklich ein sehr schöner Lippenbalm mit Vitamin C und Vitamin E drin. Ich werde auch meine Lieblingsfoundation benutzen, das ist die Healthy Foundation von Physicians Formula. Ich brauche wirklich eine neue Flasche, weil die ist schon mindestens 2 Jahre alt. Aber ich liebe diese Foundation so sehr und ich benutze das direkt hier mit dem Applikator. Ist zwar nicht hygienisch, aber da ich jetzt richtig viel Schutz auf der Haut habe, benutze ich den Applikator einfach mal. Den habe ich ja auch nur für mein Gesicht benutzt. Ich würde euch aber empfehlen, nehmt euch etwas von dem in die Handinnenfläche und wärmt das dort auf und presst das dann wie so eine Creme ins Gesicht. Das finde ich ist wunderbar. Ich liebe diese Foundation so sehr. Sie ist sowas von soft und glowy und hat einfach die richtige Abdeckung. Sie ist geeignet für alle Hauttypen. Ich finde, das gehört so zu so einem natürlich schönen und jugendlichen Look, dass man so einen ebenmäßigen Teint sich schafft. Mit seinen Lieblingsprodukten. Es muss nicht diese Foundation sein. Nehmt einfach das, was für euch gut funktioniert und arbeitet das Produkt gut in die Haut ein. Ja, dass man keine Übergänge sieht und presst das Produkt einfach sehr gut in die Haut ein. So, jetzt werde ich auf jeden Fall concealen. Ich nehme hier von L'Oreal das True Match Serum Concealer. Ist auch so ein ganz toller Concealer, den ich ja auch unter meinen Top 5 schon euch vorgestellt habe. Und nimmt davon wenig. Also ihr könnt mit dem Applikator, der ist wirklich sehr schön groß, einfach hier so ein paar Pünktchen oder Streifen aufgeben, aber nicht zu viel. Hebt auch die Mitte eures Gesichts vor, das heißt ein kleines bisschen was auf den Nasenrücken. Wenn ihr eine kleine Nase habt, dann könnt ihr wirklich ganz runtergehen. Und lasst den Concealer jetzt mal noch eine Minute trocknen. Ich finde, wenn der so ein bisschen fester ist, ist das, finde ich, viel, viel schöner. In der Zeit können wir uns das Gesicht so ein bisschen aufwärmen, ein bisschen konturieren. Und dafür nehme ich die Magic Shaper Palette hier von Catrice. Ich gehe hier in diesen Braunton rein, das ist der hellere aus der Palette. Und wärme mir so ein bisschen mein Gesicht auf. Mit dem Rest, was noch zum Pinsel übrig ist, gehe ich dann hier an der Haarlinie entlang, so auf meiner Stirn. Ich habe nicht so eine hohe Stirn, deswegen bronze ich mir das nicht so heftig. So ein bisschen auf der Haarlinie und dann wirklich mit dem Rest hier nochmal so ein bisschen konturieren an der Jawline. Ich bleibe bei derselben Palette und nehme mir jetzt hier diesen Ton raus. Das ist so ein Aprikot. Guck mal, wie schön der ist, super frisch. Und den tupfe ich mir jetzt auch schon auf die höchsten Stellen, auf den Wangen. Und den Blush gebe ich so ein bisschen höher und ein bisschen näher an mein Auge auf. Gehe so auch in den Concealer rein. Ihr seht das ja, es vermengt sich miteinander. Und dann nehme ich wieder meinen Foundation-Pinsel und arbeite den Blush aus. Mache den wieder so ein bisschen softer. Und dann sieht das aus, als würde die Farbe so von innen herausstrahlen.
Ist wirklich eine ganz tolle Palette, ideal für den Alltag, wenn es schnell gehen soll. Oder auch für die Handtasche, wenn ihr keine Lust habt, irgendwie 1000 Sachen einzupacken. Super. Das reicht mir erstmal. Man kann den Blusher später nochmal aufbauen, wenn die Lippen und die Augen gemacht sind. So, jetzt arbeite ich den Concealer aus. Der ist genug getrocknet. Ja, und jetzt ist er so richtig schön cremig und fest und kann den dann an Ort und Stelle ausklopfen. Und ihr seht, der Concealer und ein bisschen Foundation haben sich in meiner Lidfalte abgesetzt. Das werden wir gleich einfach zurechtrücken. Seht ihr das Finish? Super schön. Ich werde jetzt nochmal so ein kleines bisschen concealen. Und zwar direkt unter dem Bronzer. Ich finde, hier so bin ich ein bisschen zu weit runtergegangen. So, jetzt kann ich ein kleines bisschen Puder vertragen. Das Einzige, was ich liebe aus der Drogerie, ist dieses Kompaktpuder von Maybelline, das Superstay. Und ich habe hier die Farbe 21. Ich nehme jetzt erstmal hier so einen kleinen Puderpinsel und sette erstmal meine Augenlider. Mit demselben Puder sette ich auch die Mitte von meinem Gesicht. Ich gehe aber nicht unter die Augen. Ich bleibe nur hier in der Mitte. Und auch so ein bisschen hier, wo ich den Concealer nochmal aufgefrischt habe. Und da, wo ihr ziemlich starke Falten habt, da würde ich jetzt nicht zu viel Produkt auftragen. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt irgendwie so ein Schwämmchen und klopft das nochmal ab. Das sieht wirklich nicht schön aus, weil sich das wirklich in die Rillen dann absetzt. Das passiert mir aber auch öfters. Ja, jetzt habt ihr gesehen, ich habe mir unter den Augen kein Puder aufgetragen. Ich probiere sehr viele Puder aus. Und ich finde, dieser Look steht mir einfach nicht. Dafür habe ich viel zu viele Fältchen unter den Augen. Und ich finde, das sieht einfach überhaupt nicht schön aus. Das hebt nochmal alles hervor. Deswegen nehme ich immer so einen Setting Mist. Das hier ist von L'Oreal, das Infallible 3 Seconds Setting Mist. Nimm einfach einen Make-up-Schwamm, sprühe den damit ein und dann sette ich so unter den Augen. Ihr müsst nur aufpassen, dass die Dämpfe nicht so in eure Augen steigen. Deswegen haltet die Augen erstmal so ein bisschen geschlossen. Ich werde mir jetzt erstmal die Augenbrauen machen. Und ich nehme dafür den Build a Brow Pencil. Erstmal nehme ich hier den Gel. Und mit der anderen Seite zeichne ich mir ganz schnell mal ein paar Härchen nach. Ich werde jetzt hier mit dem Milani Bronzer, diesem Oldie But Goldie, erstmal mein Gesicht nochmal so ein bisschen aufbronzen. Und der hat durch diese Schimmerpartikel nochmal so ein kleines bisschen Glow. Ich finde, wenn die Augenbrauen gemacht sind, sieht man schon richtig ordentlich aus. Wisst ihr, was ich meine? So, ich kürme mir jetzt nochmal die Wimpern, damit die da so schön Schwung haben. Und dann nehme ich von Alverde hier diesen 2-in-1 Highlighter und Lidschatten. Und das gebe ich mir so in die Mitte von meinen Augen auf. Dieses Produkt ist einfach so toll. Das habe ich euch auch neulich in meinen Top 5 gezeigt. Und wenn ich so einen schönen, natürlichen und jugendlichen Look schminke, dann ist das auf jeden Fall immer im Einsatz. Das macht den Blick auf jeden Fall schon mal viel wacher. Und ist super schnell gemacht. Wer möchte, kann sich jetzt noch einen Bronzer oder irgendeine Transition-Farbe aufgeben. Ich lasse das so. Ich mag diesen natürlichen Look so sehr. Und den Rest, was ich so auf dem Finger habe, klopfe ich mir hier auf den Nasenrücken. Und so ein bisschen gebe ich mir auch was hier auf die Wangen drauf. Nur so ein kleines bisschen. Wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das bricht das Make-up drunter nicht auf. Viele solche cremigen Produkte, wie zum Beispiel hier diese zwei Highlighter, die können das Make-up so ein bisschen aufbrechen oder wie so ein Film drauf sitzen. Das hier verschmilzt wirklich mit der Complexion, also mit dem, ja, mit der Foundation und so weiter. Und sieht dann einfach nur glowy aus. Ich nehme dann meinen NYX Lip Pencil in Kakao. Ich gebe mir immer was in den Mundwinkel auch auf, presse die Lippen dann so zusammen. Und bei diesem Look lasse ich meine Lippenkontur niemals so hart.
Ich softe das nochmal mit so einem schmalen Lippenpinsel aus. Und dann nehme ich den Lifter Plump von Maybelline, das ist die Farbe 001. Ja, der hat einfach so ein schönes rosiges Finish, sehr glossy. Und ich trage mir das immer hier unten auf, das habe ich euch aber auch schon ein paar Mal gezeigt, glaube ich. Und hier oben auf dem Lippenbogen. Und das war's. Das macht die Lippen viel größer und ihr habt nicht dieses Klebrige hier auf den ganzen Lippen. Das ist außen. Könnt ihr jetzt essen und trinken und dieser Gloss bleibt. So, zum Schluss nochmal die Wimpern tuschen. Und dafür nehme ich das Lash Princess von Essence. Das ist eine Waterproof Mascara. So, zum Schluss noch so ein Setting Spray. Wieder das von L'Oreal. Ich möchte mir hier noch so einen beigen Kajal auftragen. Ich bin doch noch nicht fertig. Ideal, wenn ihr so eine rote Wasserlinie habt, wenn ihr müde seid zum Beispiel. Das nimmt direkt die Müdigkeit weg, diese Farbe. Und dann ist das schon euer fertiger Look. Also es geht wirklich ganz schnell. Es geht nicht darum, minimale Produkte anzuwenden, sondern die richtigen Produkte für sich und seinen Hauttyp zu finden. Das ist so meine kleine Inspo für einen jugendlichen und schönen Alltagslook. Und das nur mit Produkten aus der Drogerie. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch und inspiriert euch, auch mal durch eure Make-up-Schätze zu gehen. Vielleicht möchtet ihr auch einen etwas schönen, frischen, jugendlicheren Look für euch kreieren. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.